Willkommen, liebe Freunde, nagelneue Reaction hier auf Wolle und Cornel. Und zwar wieder zu einem Kochvideo. Und Cornelius und ich sind beide sehr heiß, denn es ist jetzt soweit. Der Kuchen, die Torte, die wurde gemaked. Und ich bin so gespannt, wie seine Torte wird, ne? Es ist der Traum. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich schon sehr, das jetzt anzugucken. Ich bin sehr gespannt, was das Mädchen daraus gemacht hat. Fast 16 Minuten. What? Es ist halt unglaublich. Wobei, ich habe ein bisschen mehr Content produziert als beim Cordon Bleu auf jeden Fall. Das kann sehr ich sagen. Gut, sehr gut. Übrigens, wir haben ja letztens gefragt, ob Michi das ist. Er hat geantwortet, er ist das. Ah. Aber er hat nicht geantwortet, ob er uns hasst. Also, ne? Hast du das gefragt? Habe ich nochmal drunter geschrieben jetzt, ja. Und hast du da nichts gesagt? Nein, habe ich jetzt erst drunter geschrieben. Aber ich glaube, wir haben das in dem Video gefragt, ja. Naja, Michi, danke für diesen Schnitt. Wir werden ihn jetzt Leute, schon lieben. Leute, falls ich mal auf irgendwas von Cornel nicht antworte, dann liegt es daran, dass ich ihn nicht höre. Es fehlen manchmal halbe Sätze. Was soll ich machen? Das ist ein bisschen schwierig. Aber ja, ich versuch's. Ne? Ich wollte nur sagen, dass ich mein Bestes gebe. Okay. Nicht, dass sich einer wundert, so, warum da nichts kommt oder so. Ne? Ja, ja. Das ist halt auch ein bisschen schwierig. Ne? Mhm. Technik ist nicht immer Technik. Freunde des Kochtainments, lange, lange mussten wir drauf warten, lange musste ich ihn belabern, aber es ist heute endlich soweit. Wir backen eine Torte. Ja. Ja, können wir einmal ehren, Cornel, Alter, dass ich das gemacht habe? Hey. Ich find's jetzt schon krass, weil ich noch voll motiviert. Und wenn man jetzt Cornels Blick sieht, merkt man schon sofort, der Mann, guckt euch die Augen an! Guckt euch einfach mal die Augen an! Der hat mit dem Leben abgeschlossen. Ja, hab ich auch! Jungs! Ist klar, dass jetzt sein Leben einfach endet. Er hat's überstanden. Ich lebe noch. Ich weiß nicht wie. Schön. Was soll ich sagen? Ich muss eine Torte backen und ich habe Angst. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich bin überfordert. Ich habe nicht so viel Angst wie Cornel, denke ich. Aber ich bin natürlich auch ein bisschen gespannt. Wir fangen jetzt mit dem Teig an, mit dem Boden. Und dafür brauchen wir folgende Dinge. Zucker, das ist nicht so spektakulär. Dann brauchen wir 4 Eier. Das ist jetzt erstmal der Boden. Ne? Es gibt natürlich hier einige Steps. Was auf, wir machen jetzt folgendes. Hier habe ich erstmal die Butter. Was das denn? Ist ziemlich. Perspektive! Ach so, war neu, ne? Ja, habe ich extra die Kamera umgestellt für. Stark. Ja. Johnny würde jetzt sagen, ich bin so stolz auf meine Kamerawinkel. Deswegen. Ja, stark. Cool, weil diese Butter war einmal billiger. Schnäppchen. Jäger. Und der hat hier hinten so eine Anzeige. Das heißt, ich brauche 150 Gramm. Das heißt, die schneide ich mir dann mal eben ab. Das hat angeblich jede Butter. Dann. Nein, das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ich auch nicht. Aber. Ja. Warum gibt es denn so viele Menschen, die aufmachen und dann sagen, ich schneide jetzt so viel ab, wie viel ist das wohl? Aber guck mal, ich bin auch ein sparsamer Mann. Siehst du da, gut und günstig. Ja, ja, muss, ne? Muss. Ja, man muss ja irgendwo auch langsam Abstriche machen. Ne? Ja, der Wolle halt. Läuft nicht mehr. Wolle halt rein in den Kanal mit. Die schafft für die Torte, Leute. Für die Torte. Wir haben immer noch die 100 noch nicht. Und machen wir erstmal so, glaube ich. Hier habe ich jetzt 150 Gramm Butter. Und da hieß es, bitte passen Sie auf, dass das nicht so harte Butter ist. Die war aber noch im Kühlschrank. Das heißt, die muss ich jetzt noch ein bisschen aufwärmen. So zwischen meine Hände vielleicht einfach so. Ein bisschen, was weiß ich denn, Alter. Ich lege sie kurz auf. Jetzt auch einfach rechtzeitig rausnehmen können. Vielleicht klappt das ja. Jetzt mache ich die ein bisschen weich. Dann brauche ich 150... Das habe ich auch schon gemacht. Das habe ich früher gerne gemacht. Wenn ich mir ein Toastbrot machen wollte mit Butter, habe ich auch immer die Butter da so drüber gehalten, damit die ein bisschen weich wird. Hat nicht so gut geklappt, aber... Oh, das klappt auch nicht ganz gut. Ja, lieber... 50 Gramm Zucker. Wir haben hier extra eine Anzeige für alle, die es nicht wissen. Voll für Zucker, ja. 150. Sieht man irgendwas? Naja, stark, ne? Man sieht auch was. So lassen wir das erstmal laufen. So lassen wir das erstmal laufen und er hat so ein Rührgerät, also so ein Batz, ey! Ja, klar, Cornel, hab ich mir extra gekauft. Alter. Ab und nach Butter ist mega nice. Gleich. Und dann jetzt kann ich die Butter da einfach so reinmachen und das läuft trotzdem weiter, ohne Schwierigkeiten. Dich einfach nur. Soll ich laut Rezept 4 Eier und den Zucker 3 Minuten lang schlagen? Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ja, da ist die Aufnahme einfach ausgegangen. Ja, okay. Keine Ahnung, was schlagen bedeutet. Ich tue jetzt erstmal 4 Eier zu dem Zucker.
So, das sollten 3 Minuten gewesen sein. Ich werde jetzt mal so nach und nach, ne, also wirklich ganz vorsichtig die Butter dazu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob das Schlagen bedeutet, dass ich das mixen soll. Ich nehme einfach mal einen Holzlöffel und rühre das mal um. Das Problem ist, ich kann heute nicht mal mit Alexa-Timer arbeiten, weil ich weiß nicht, wie ich die mit meinem neuen... Ich habe einen neuen Router, neues WLAN und ich weiß nicht, wie ich Alexa mit dem neuen WLAN verbinde. Oh, jetzt wird's wild. Ihr merkt's, ne? Ich merk's auch. So, daraus soll halt ein Teig werden. Noch sehe ich nicht, dass daraus ein Teig wird. Ist das Schlagen? Ich hab das Gefühl, das ist nicht ganz richtig, was ich hier mache. Och, Mann. Leute, wir hatten sogar ein Video dazu, wo die das vorgemacht haben. Ja, das habe ich mir nicht angeguckt. 3 Minuten genommen. Sich das Video anzugucken. Ja, das wäre doch langweilig. What the fuck? Ja, dann wirst du so, was Schlagen ist. Ja, wir spielen doch auch nicht ein Spiel und lesen die Komplettlösung da. Doch. Moment. Das tun wir. Ja, sehr langweilig. Ja, ich weiß ja nicht, ich habe gefragt im Discord, was Schlagen ist. Aber auf Instagram hast du es auch gefragt, glaube ich. Ja. Nee, da hast du gefragt, ob das schon aussieht wie ein Teig. Ich wusste es ja nicht, ja. Deswegen, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe das auch nicht ganz richtig gemacht mit dem Ei und dem Zucker, aber nee, war mir noch egal. Ich kann das jetzt nicht 3 Minuten lang rühren. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Okay, das ist die komplette Butter, die rein soll. Haben wir. Ja, da soll jetzt sein, aber zu. Nämlich eine Mischung aus Mehl, Haselnusskernen und einen Teelöffel Backpulver. Das bereite ich mal vor. Ein Teelöffel? Mama, bitte. Ja, ein Teelöffel. Ich habe eine Packung da reingemacht. Ich hab's nochmal gelesen, da stand Teelöffel. Ich wollte auch erst eine Packung reinmachen. Okay, Google. Giotto-Torte. Okay, hier sind ein paar Das ist das Rezept. Kann man. Da ist ein Teelöffel, safe. Oh! Ich hab eine ganze Packung da reingemacht. Ja, eine ganze Packung sind 2 Teelöffel. Ah, okay. Also, ist jetzt nicht. Aber guck mal, mein Haar, wie dichtes Haar habe ich, Alter. Stark, Leute. Ich bin stark. Ist auch wieder eine 1er Kameraperspektive. Man sieht noch ein bisschen von Korne. Ich musste mal kurz durchatmen, Alter. Zu dem Zeitpunkt, ich habe Eier und Zucker zusammengepackt. Ich konnte nicht mehr. Aber du hättest die Tür schließen sollen. Weißt du warum? Man sieht die Mülltüten. Ja, nee, das ist eine, aber das ist halt diese riesengroße. Und ne, die ist auch nicht voll, weil die halt riesengroß ist. Und ich habe Angst, bevor, die rauszubringen. Bevor die nicht bis oben hin voll ist, bringt Cornel die auch nicht runter. Ich habe Angst, die runterzubringen. Wenn mich damit einer sieht, denkt er, ich habe hier eine Leiche am... Ich schleppe eine Leiche weg, Alter. Ich habe keinen Bock mehr, Leute. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Das ist der erste mentale Breakdown. Michi, bitte. Bitte geh weg, Michi. Gib mir ab, das ist gar nicht die Kamera. Ich möchte ja nicht heulen, ne? Aber wir gerade überhaupt nicht. Man kennt es. Die üblichen Probleme, ne? Wo man sich denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Versuche ich jetzt mal, das jetzt hier trotzdem schon reinzusieben und ein bisschen weiter. Du redest von, ich will jetzt nicht heulen. Was? Wovon rede ich? Du hast aber einfach keinen Bezug zur Realität mehr, ne? Der ist doch gar kein Teig, das ist sauflüssig, Bruder. Ja, der aber Teig, das, du hast ja... Da schon 6 Minuten durchgeknetet. Der Junge, bist du denn vollkommen... Die Haselnuss und der Mehl machen den Teig erst härter. Ja, vielleicht. Was ist denn los mit dir? Guck das mal, wusste ich, als ich hab Zeiten Eier und Milch zusammengeschüttet, aber der Teig ist doch gar nicht fest. Ja, und Butter. Ja, was weiß ich, wie das läuft? Was ist denn los mit dir? Guck, das ist ein Satz. Klappt auch sehr bestimmt. Der Mann, Alter, der kämpft. Er sitzt da mit seiner, das dreht sich von, ich habe hier so eine Rührmaschine und alles, weißt du? Von alleine. Ich kämpfe richtig. Ja, ist ja gut. Was? So. Alter, alles daneben. Ist mir jetzt egal. Wir sind hier bei Wolle und Korne kocht, ne? Wir wollen's doch auch nicht anders. Leute, ich habe jetzt andere Geschütze aufgefahren, denn ich habe mir heute was von meiner Mama geholt. Und zwar... Piu, piu, piu! So. Ich frage mich, warum du das nicht gleich benutzt hast beim Schlagen. Ja, aber damit schlägt man doch nicht. Doch. Nein, damit hätte ich das doch nicht machen können, oder? Ich hab's doch auch gemacht. Ja, weiß ich doch nicht. Ich hab doch gar nichts anderes als ich das. Ich wusste doch nicht, was Schlagen bedeutet. Das ist ein Mixer, dann hätte da doch Mixen stehen müssen. Mixe 3 Minuten lang Eier und Zucker, das stand aber Schlagen. Was weiß ich. Also hab ich einen Kochlöffel genommen und so ein bisschen geschlagen. Das geht 16 Minuten. Ich hab grad gegoogelt. Weiß gar nicht, was da noch kommen soll. Da wurde mir gesagt, dass man
erst die Butter und dann den Rest dazu tut. In meinem Rezept stand es genau andersrum. Vielen lieben Dank, Rezept. Wir nehmen jetzt die Butter, ne, schneiden die ein bisschen klein. Das funktioniert alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Was ist das denn? Hier in der Mitte. Da sieht man meine Eier, sieht man da bestimmt. Das sieht man da gar nicht. Ich dachte bestimmt gleich noch was. Man sieht da nichts, man sieht da meine Unterhose. So, du hast dir keine Hose angezogen. Nein, ich habe nur eine Unterhose an. Oh mein Gott, Leute! Mit was für jemand arbeitet man hier zusammen? Und jetzt würde ich sagen, lieber mein Pimmel, ich hoffe nicht, Leute. Jetzt würde ich sagen, top, werde. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Stark. Da macht der Bruder doch einen Teig draus. Ja, gucke doch mal. Ganz anders. Direkt schon ganz andere Konsistenz. Ach, ich was denke, ein Wunder. Es hilft am Ende des Tages ja alles nichts. Wer stellt sich hier als der Schlaue da? Ja, what the fuck. Und hat doch die ganze Zeit seinen Pimmel raushängen. Dazu packen. Und dafür brauchen wir 50 starke Schlüssel. So, dann brauchen wir eine Packung Backpulver und 200 Gramm gemahlene Haselnüsse. Nein, 100 Gramm. Ah nee, 200 Gramm ist richtig. Entschuldigung, nee, ist richtig. Da habe ich mich auch ein bisschen verarscht gefühlt, weil da steht ja Mix, das ich finde es gut, dass du da gerade. Ah, nee, das ist sonst willst du die Haselnüsse auf dein T-Shirt. Ist ja Schwachsinn hier. Ja, wow, Alter, das ist ja nur Haselnuss. Ja, und das muss jetzt da langsam reingeschüttet werden, ne? Leute, ist das Tortenteig? Ich habe doch keine Ahnung. Dann kommen wir direkt zum nächsten Step. Und zwar wollen wir nun die Teigform einfetten. So, meine Damen und Herren, ich habe das Blech vorbereitet. Ich habe hier die Hülle. Warum hast du da Backpapier drauf gemacht, Cole? Kannst du mir das erklären? Weil das im Video auch so war. Ach. Ich habe so ein Video ich habe so ein anderes Video angeguckt. Weißt du, wofür Backpapier ist? Ja. Das war... Ich habe mir ein Video angeguckt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, warum. Weil ich irgendwas wegen dem Teig, ob das Teig ist, wollte ich gucken. Und in diesem Video hat die ein Backblech genommen, hat da Backpapier draufgelegt, hat dann den Teig in das Ding getan, hat das da draufgestellt und dann kommt noch etwas, was ich gleich auch kurz mache, was aber bei mir nicht wirklich... Jetzt einfetten. Einfach so schön einmal mit der Butter herum. Wenn da was ausläuft oder so... Das ist auch eine interessante Technik. Ja, ne, einfach rein da. Bin auch ein wilder animalischer Typ, ne? Deswegen habe ich auch keine Hose an. Ja. Wow, ich bin Wollo, ich benutze einen Zewa, Alter. Ja, natürlich. Habe ich von Mama gelernt. So. Ja, guck mal, wie mein Teig aussieht. Sieht besser aus als deiner. Na, gar nicht wahr, Alter. Finde ich schon. Sieht nicht ganz so flüssig aus. Dann kommt da, wundervoll wie er ist, ne? Der Teig rein. Alter, Krone! Was? Ich sehe dein nacktes Bein, Alter. Ja, wow. Das ist nicht schön. Das irgendwie ist einfach nur ein Bein. Ist ein Fettsackbein. So sieht mein Bein auch aus. Finde ich nicht gut. Ja, ich bin halt ein Fettsack. Ne. Dann wird's nichts. Was von alleine kommt, geht eigentlich, ne? Geht. Aber mit ein bisschen Nachhilfen. Ja, guck mal, mit ein bisschen Nachhilfen. Geht das hier wie eine 1 raus. Ich habe den Teig gerade schon natürlich roh probiert. Man kennt's, ne? Gibt gut Dünnschiss, aber ist gar nicht so eklig. Es lässt sich so scheiße da rauskratzen gerade. Ohne, dass mir das Ding aus der Hand fällt. So ist doch viel leichter. Und mein Wecker auf dem Handy klingelt. Mann, das ist so unhandlich. Das ist so schrecklich. Alter, was ist denn mit dir? Ich sowas hasse. Das geht so mega scheiße. Dein Teig sieht auch viel zu klebrig und zäh aus. Irgendwie. Das ist schon alles richtig. Warte mal. Gut. Alle getriggert, die jetzt auch diesen Sound haben. Man kennt's. Ich will nicht zur Arbeit. Ich will nicht zur Schule. Ja, Junge, mach das Handy aus. Ich, Leute. Fühl ich komplett. Ich habe gerade gelesen, dass man. Mach ja gleich. Vielleicht noch so ein bisschen schlagen soll. So, ja, dann sehen wir uns wieder, wenn das Ding aus dem Ofen kommt. Aber jetzt guck mal, das sieht doch nach einer geraden Fläche aus, oder? Ja, das finde ich okay. Das ist in der Mitte halt voll abgesackt. Ja, das sehen wir ja gleich wahrscheinlich. Bei mir ist es ist halt so, dass es in der Mitte voll hoch geht. Ja, voll dumm. Da dachte ich auch erst, ob das mit den Seiten dann nicht zu wenig ist, aber pass mal ab, Alter. Wenn ich das Ding so durchschneide, Leute, ich darf nicht ausrasten. Endlich zurückmelden. Ne? Hat jetzt ein bisschen gedauert. Wir haben jetzt diesen wunderschönen Boden hier. Ich werde gleich auch nochmal ein bisschen genauer kommen. Wir haben jetzt hat der andere PC. Der ist während mein Tortenteig jetzt im Backofen ist, fange ich jetzt schon mal an, die Sahne zu machen. Dafür muss ich einmal die Dinger kurz waschen.
Dann habe ich hier dreimal Bio-Schlagsahne. Warum habe ich Bio-Schlagsahne? Weil ich keine andere bekommen habe. Erstmal eine Sache, die uns sehr gefallen wird, nehme ich an, ne? Die Giottos. Ah, so, wir müssen jetzt erstmal alle... Das war nervig. Ja. Vor allen Dingen die Giottos klein machen, war super nervig, Alter. Naja, schwieriger als man denkt, aber jetzt die Scheiße auch. Brauchen wir im Grunde dreimal Sahne steif und müssen das jetzt wieder einfach verrühren. So, ein Paket, zwei Pakete und... Völlig falsch. Warum? Das Sahne steif sollte man sollte erstmal, also ich habe hinten extra auf die Verpackung von Sahne. Ja, habe ich danach auch. Ist funktioniert? Alter, dann so sag doch nicht warum. Ja, meine Fresse, sag doch nicht. Weiß es doch. Seid doch einfach die Fresse. Wie stellst du mich denn jetzt da? Man soll das erst rühren und dann das dazu kippen. Ja. Meine Fresse, ist doch kackegal. Drei Pakete und ab geht's. Also, ob das einen Unterschied macht. Da sind immer neun drin, das weiß ich mittlerweile. Wieso weißt du sowas, Wollo? Leute, die Sache ist, ich habe keine Ahnung, wie das fertig aussieht. Und irgendwie sieht das nicht so aus, als würde das fertig werden. Das riecht schon so nice nach Giotto, ne? Also, ich finde ja, die riechen ultra geil. Hey Leute, mache ich das gerade richtig? Das wird doch jetzt einfach ganz normale Sahne, oder nicht? Du musst doch weitermachen. Die sollen wir jetzt zerquetschen. Och Mann, Alter, das gute Giotto. Es ist schade. Es ist ein bisschen schade. Natürlich kann man das nachher noch. Aber das essen. Sind noch nicht vier Packungen oder so. Nee, ich habe drei, ich glaube, ich habe drei Packungen da so reingemacht und die vierte esse ich so. Was heißt esse ich so? Die Packung kommt oben drauf. Aber. Hattest du nur vier Stück? Ich habe nur vier benutzt, ja. Und aber hast du nicht acht gekauft? Ja, die anderen habe ich so gegessen. Eine ganze Packung? Kann sein, ja. Eieiei, Wollo! Willkommen! Na, du Fettsack! Ich habe ja auch von denen schon aus nichts gegessen, Mann! Also ich muss habe... Muss man ja auch mal dazu sagen, ne? Ich habe acht... Ich habe meine Torte nicht gegessen, also halt, du bist hier im Club der Fettsäcke, ich nicht. Ich habe acht Rollen gekauft und davon sechs Stück auch benutzt. Ja, ne? Und die hast du auch alle gegessen. Wenn du nur, vier benutzt und vier nascht, okay. Ja, noch habe ich nicht alle gegessen, ne? Mach ich gleich nach dem Video. Ja, ist das so richtig? Ich habe keine Ahnung. Was wir jetzt machen... Wir werden uns jetzt hier die Giottos nehmen. Leute, ich habe einen Abnehmer für die Torte. Die wissen es noch nicht. Aber mein Bruder kommt morgen vorbei um zwei... Um zwei... Er kann nicht anders. Nee, ich kann nicht anders. Alter, die Sahne macht mich nachher richtig fertig. Um ein bisschen Sperrmüll abzuholen, sagen wir es mal so. Magst du Sahne so gerne, oder was? Oh, Kornel, Sahne, Alter. Ich muss auch sagen, ich fand es auch... Ich bin so ein Typ, wenn ich Sahne, so eine Schlagsahne im Haus habe, so eine Sprühflasche, dann gehe ich öfter mal zum Kühlschrank und mache einfach den hier so... Wenn ich in Osnabrück bin, dann gehen wir mal ein richtig, richtig teures Stück Kuchen mit Sahne essen. Boah, das können wir gerne machen. Oh Gott, wir gönnen uns so viel, ne? Wird richtig geil, ey. Mit. So. Und dann. Oh, muss wir man haben ja auch so einen Currywurstladen mit 9er Stufe. Oh. Da musst du. Oh, wollen wir dann so ein Video machen, wo wir die verschiedenen Currywurststufen essen? Können wir machen, ja. Stark! Ja, schön. Stark. Im Rezept steht, dass man da eine Gabel für nehmen soll, aber. Ja, vielleicht wäre eine Gabel besser gewesen. Oder nimmst du einfach die platte Seite oder so. Und ja, aber das hat auch nicht so gut funktioniert mit der flachen Seite drücken. Nun zur Sahne. Da habe ich mich auch gerade eingelesen. Erstmal brauchen wir drei Becher Schlagsahne. Ich bin ja ein Sahne. Ey, Sahne ist ja in meiner Welt so ein bisschen mit das Krasseste, was es auf der Welt gibt. Finde ich über Schlagsahne. Soll ja Leute geben, Leute, die keine Sahne mögen, ey. Ich bin ja so jemand, der früher keine Sahne mochte. Verrückt. Ich habe ja meinen Spaghetti-Eis ohne Sahne. Ich habe auch früher Kuchen immer ohne Sahne gegessen, aber mit der Zeit habe ich dann fest... Spaghetti-Eis essen können? Ja, nein, wir müssen aber alles essen. Zu Schlecks können wir dann auch? Yo! Oder wo du mal arbeiten wolltest. Wo ich mich mal beworben habe. Kann ich mal fragen, warum die mich nicht angenommen haben. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass wenn ich so ein Stück Nusskuchen habe und dann einfach zweimal so viel Sahne wie Nusskuchen da drauf tue, ja, ist es viel geiler. Ja, ach. Sahne ist stark, einfach komplett. Und dann bin ich auch zu demjenigen geworden, der einfach viel mehr Sahne will, als eigentlich normal drauf passt.
Oh. Übertrieben weird. Was ist los mit euch? Wie geht das, keine Sahne zu mögen? Erklärt mir das. Wo ist denn die Kamera? Hä, wo ist die Kamera? Da, Leute. So. Würde ich einfach mal sagen. Auf leichter Stufe, lass ich das mal kurz laufen. So, ich habe mir das gerade hier auf dem Sahnesteif durchgelesen. Da steht kurz aufschlagen. Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß halt nicht, wie schnell das muss. Das wird schon passen. Ah, oh! So, das zack. Aber. Dann kommt das hier rein. Okay. Drehen wir den hier nochmal ein bisschen. Ja, stark, oder? Mhm. Auf. Und dann würde ich sagen, können wir fast in der Zeit schon mal hier die Form befreien. Oh, ist das dünn. Oh nein. Ja, wobei. Ja, doch, ist es schon scheiße dünn. Der Boden ist jetzt relativ kalt. Der pappt noch unten am Boden fest, aber das ist nicht ganz. Guck, das ist einfach eine Kuhle. Jetzt kommen wir zum belastenden Teil des Videos. Deswegen mussten wir 4 Wochen darauf warten, bis wir es machen konnten. Bei Cornel. Ja, und es hat nicht geklappt. So große Angst hatte. Ja, zu Recht. Guck's dir an. So schlimm, weil ich will ihn ja eh jetzt halbieren. Aber jetzt kommen wir zu dem Part. Mit wegen ein Cornelius das hier zum Beispiel nicht machen wollte. Wir müssen das teilen mittig. Und ich versuch's jetzt einfach mal, ne? Er ist in der Mitte sehr tief geworden. Wir probieren's einfach mal. Ich hab keine Ahnung, ob das was wird. Wir easy! Nein. Leute, easy ist Game Antwort of my life! Das wird jetzt zerbrechen wahrscheinlich. Oh, fuck. Bruder! Hashtag Gamer! Ja, ich hab doch gesagt, ich kann das nicht. Gut, was will man machen? Ist jetzt wie es ist. Wir. Die Pläne, Alter. Die Pläne einfach. Packen jetzt hier ungefähr die Hälfte an Sahne drauf. Sahne ist fertig. Oh Leute, Sahne. So, ich habe extra hier so einen Spritzbeutel. Ich habe leider nicht die richtigen Dinger gehabt noch. Ich dachte, ich hätte die. Jetzt ist da irgendwas drin, was so in die Richtung gehen könnte, damit wir irgendwas zum Spritzbeutelmäßigen Spritzen haben. Ich hätte vielleicht ein bisschen tiefer schneiden müssen, aber... Es ist schwierig, Leute. Es ist schwierig. Ja, das ist mir jetzt hier komplett zerbrochen. Ja, muss man jetzt ein bisschen puzzeln. Wir packen jetzt mal ein bisschen von unserer Giordomasse da rein. Noch nicht alles. Weil das soll ich ja vorsichtig unterheben, ne? Man kennt es ja. Vorsichtig unterheben. Was auch immer vorsichtig unterheben bedeuten mag. Jetzt backen wir die meiste Sachen oben drauf. Wisst ihr was? Weil ich auch so ein Lümmel bin. Ich bin ein Lümmel. Sag mal, wie es ist. So, komm hier, zack. Mach doch einfach rein, die Scheiße. Einfach rein. Jetzt fühlt sich ein bisschen so an, als hätte ich zu wenig. Das ist halt ein bisschen größer, leider, als es eigentlich geplant war. Weil ich muss ja außenrum auch noch irgendwie Sahne hinmachen. Ach, Scheiße. Das sieht doch kacke aus. Vor allen Dingen, wie soll das denn jetzt funktionieren hier außen? Nun gilt es natürlich, das Ganze sorgsam zu verstreichen, denke ich. Komm, Bolo, jetzt gib dir mal einmal im Leben Mühe. Ich bin halt so einer, der bei sowas immer dann sofort in den Mond... Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe auch das Haselnusskrokant gar nicht benutzt. Wart's ab. Los geht, ja komm. Reiß doch der Hund. Ich kann's halt nicht abschätzen, ne? Das ist die Schwierigkeit jetzt. Ich kann es gerade nur sehr schwer abschätzen. Du hast auch so ein Ding, Alter. Das war alles unfair. Meine Sahne war auch irgendwie viel klebriger. Wie fiel ich am Ende tatsächlich... Das ist ja tatsächlich ein Nachteil, sehe ich gerade. Ich bin nötiger. Schwer zu sagen. Was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung. Sieht das scheiße. Aber wenn du das Krokant nicht drauf machst, ist das Beste vom Kuchen nicht drauf, tatsächlich. Ja? Das Krokant ist so geil, Alter, drehst durch. Kann ja noch so essen. Boah, Alter, Krokant mit Sahne, das war auch so, ich hatte noch so einen Rest Sahne und mir ist ein bisschen Krokant auf den Dings gefallen und habe ich einfach die Sahne da immer so reingedippt in dieses Krokant, Alter, und es war... Okay. Gar nicht völlig verkehrt aus. Das ist jetzt ein bisschen über den Rand, aber es muss am Ende sowieso am Rand verstrichen werden. Deswegen sage ich mal, macht das nichts. So, Deckel drauf. Jetzt kommt das Ganze natürlich noch ohne Ende oben drauf. Ja. Oh, geil! Ich hab meinen gepuzzelt, ne? Sag ich dir. Oh mein Gott! Was ist das? Die Giotto ist auch drauf! Oh.
Ach Mann, was ist passiert, Leute? Was ist denn passiert? Gönnen, 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 gönnen. Es ist eventuell das Stärkste, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben. Einfach Rand. Alter, what the fuck? Ja, das ist meine Torte geworden. Ich zeige sie euch jetzt nochmal. Ja. Jetzt kommen wir nochmal zum Part, den ich überhaupt nicht leiden kann. Jetzt spritzen wir hier. Na, klappt halt nicht, ne? Wobei, 1, 3, 5. Eigentlich sollen es 12 werden, jetzt sind es 8. Es fühlt sich so an, als würde ich was vergessen. Aber ich da jetzt die Jodos. Da, die sieht so Mäke. Weiß aus. Ich kann ja, nicht besser. Das ist das Licht, Alter. Was soll ich denn machen an meiner Ach so. Kamera? Okay. Das soll ich besser. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich bin... Ich zeig sie euch jetzt einmal und dann schneide ich mir ein Stück ab und wir probieren. Auch kein Kokan. Ja? Ich meine mal hier. Ja. Für die Fans. Oh, oh mein Gott! Der Tick mir beinahe runtergerutscht! Der Tick mir beinahe runtergerutscht! Mann! Ich hab mich erschrocken! Wie wär's gewesen, wenn's mir runtergefallen wäre? Das wäre so gut gewesen! Ja. Das wäre so stark! Oh, schade, Alter! Komm ich doch nicht fertig! Hilfe! Das ist meine Torte! Stark! Was sagst du? Aber nicht so scheiße! Also so scheiße ist die jetzt nicht! Ja, also... Es schmeckt halt wie eine Torte tatsächlich, ne? Ja. Da macht die halt nichts, ne? Okay, komm jetzt in meinen Kühlschrank und dann sehen wir uns zur Anprobe. Ich nehme alles zurück. Ich sagte ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was vergessen. Habe ich auch. Denn da kommt nämlich nochmal Haselnusskrokant an die Ränder. Jetzt ist die Frage, wie werde ich das hinkriegen? Das soll man so ein bisschen in der Hand tun. Und dann halt einfach, oh ja doch, das klebt. Das geht sehr gut. Das geht wunderbar. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass es am Ende überhaupt nicht klappt. Aber ihr seht, doch, ihr seht das. Ja, das klappt ja so. Ja, sieht ja, das bei mir ist das nicht so gut geklappt, weil bei mir an der Seite war nichts. Da war ja gar nichts am Rand. Richtig. Jetzt sieht es halt auch noch was finde, aus. Also ich finde, das ist mir auch einfach eigentlich davor, ganz, also für meine erste Torte ist das auch gut gelungen. Ja, auf jeden Fall. Erstmal wirklich. Ja, ist, also wie gesagt, Wolle hat mir ja auch schon ein Bild geschickt, die sah sehr gut aus. Ja. Bisschen mäkelig, bisschen hakelig. Jetzt bin ich überzeugt davon. Vor allen Dingen, es sah halt aus, als würde was fehlen. Jetzt geht's in den Kühlschrank und dann, geil. Ja, meine Damen und Herren, hier bin ich jetzt. Das ist meine Torte. Stark. Was gibt's da zu lachen? Nix. Was ist denn? Ist genau so, wie man sich's vorstellt. Ja, aber es sieht doch gar nicht so schlimm aus. Nee, wie gesagt, ich bin mir auch sicher, dass das gut schmecken wird. Also. Ja, geschmeckt hat's. Starke Torte. Und die werden wir jetzt probieren. So, jetzt soll das verdammte Ding aber auch endlich in Bordes Mund. Ja, sieht natürlich sehr gut aus, ne? Also ich habe hier auch noch richtig in die Kamera gehalten. Das zeigt mir hier natürlich wieder nicht, auch von der Seite. Da warten wir doch alle, obwohl ich ja schon 18.000 Mal probiert habe. Mal machen wir uns nichts vor. Ich habe es schon probiert. Ja. Ich sag mal so, gar köstlich, aber ich habe ein Problem. Ich habe ein ganz persönliches Problem und zwar von Torte wird mir immer schlecht. Also, kurze Besprechung. Ein Schönheitswettbewerb gewinne ich damit nicht. Aber ansonsten kann man die essen. Es ist nicht ekelig. Ich habe nur so eine leichte Vermutung, dass die Torte von Wollo besser aussieht. Ich hoffe, Korn ist nicht gestorben. Ich hoffe, das Video kommt und alle leben noch. Macht's selber mal. Viel Spaß, Leute. Haut rein. Das war meine erste Torte. Tut mir leid, falls es nicht so unterhaltsam war. Ich hoffe, Milchi hat hier was Krasses rausgeschnitten. Ich bin überfordert gewesen. Das ist das Ding. Ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich konnte auch keine Jokes machen. Oder so, ich habe nur geheult und es war alles so anstrengend. Aber ja, aber das ist doch manchmal auch einfach was ja, Gutes, wenn man das Rumgeheule dabei hört. Das ist auch unterhaltsam. Michi hat halt wieder einfach nur Gold rausgeschnitten, ey. Ist halt wirklich krass. Ja. Aber du hättest schon zeigen können, wie meine Torte von der Seite aussieht, Michi. Ja, ja. Hätte auch zeigen können, wie ich das Stück verschlingert habe, ne? Ich habe das ganze Stück, ich habe einfach nichts gesagt, einfach das ganze Stück mir reingepfeffert. Ach, du bist auch. Ich weiß noch nicht, was ich tue. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hatte so Schmuck. Was hast du da für Dreck? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe wahrscheinlich geschwitzt und irgendwie am Handtuch
mich vollgefusselt oder so. Und das ist irgendwie, das war richtig klebrig. Das ging nicht weg. Okay. Ich war überall schwarz. Ich weiß nicht wovon. Ich weiß es nicht. Tschüss. Ciao. Ja, auf jeden Fall hat mir jetzt persönlich sehr gut gefallen. Ja, war super stark. War stark. Ne? Freue mich schon, wenn das heute online geht. Oh, ja, das wird gut. Ich hoffe, das kommt gut an, aber Alter. Das ist ja pure Unterhaltung. Ich meine, wir haben für die Giotto-Torte eigentlich gut geworben in der letzten Zeit immer. Auf jeden Fall. Die Leute und so, was ich mitbekommen habe, die Leute waren heiß auf die Giotto-Torte. Ja, ja. Ist halt so das Ding. Also mega ja, krass, gutes Video. Gute Torte von Wollo. Meine war auch lecker. Was soll ich auf Thumbnail machen, Wollo? Deine oder ich meine? Ich jetzt wieder in den Kommentaren höre, ich finde Cornels Torte viel besser. Dann hau ich euch auf die Fresse. Ich sag's euch, wie es ist. Was soll ich auf Thumbnail packen, Wollo? Meine Torte? Oh, schon deine, würde ich sagen. Ja, ne? Das ist halt, da klickt man eher drauf, was ich denke, oh, da gibt's ein Desaster. Die Torte. Also ich sag mal, meine Cake Pops, meine Reporter Cake Pops sahen schlimmer aus als deine Jotte. Das ist mal sicher. Ja. Na gut, Leute. Haut rein, macht euch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.